Zack, mach hin. Eins, zwei, drei, vier. Sie war ein Indianer, okay, also mein Name ist Georg auf Lieder, ihr könnt mich gerne auf Facebook liken, das wäre mir wirklich eine Riesenfreude. Der nächste Song heißt Hähnchentag. Hähnchentag, ja, ich kaputt gemacht. Hähnchentag geht darum, und zwar habe ich, ihr kennt doch KFC, und da gibt es jeden Donnerstag 6 Hähnchenteile für 5 Euro. Und ich habe eine lange Zeit meines Lebens damit verbracht, jeden Donnerstag zu KFC zu gehen, um mir viele 5-Euro-Scheine dazulassen. Naja, und auf jeden Fall, ich weiß, dann sieht es mir nicht an. Dankeschön. Ein Applaus! Was ist das für ein Applaus? Dankeschön. Können wir den noch schlechter machen, Leute? Hendrik meint, er will genau so einen Applaus nach jedem Song. Yeah! Nein, das meint er gar nicht. Okay, Hähnchentag, und auf jeden Fall war das so, ich war total verknallt in ein sehr korpulentes Mädchen. Und ich wollte mit ihr Hähnchen essen gehen, weil man teilt ja sein Essen, wenn man jemanden ganz besonders doll mag. Und sie wollte nicht, weil sie Angst hatte, sagt, nee, wenn ich das mache, dann bin ich noch dicker und dann schwillt der Halsschwieber und ist so scheiße und dann tanzt mich immer keiner an und so. Und sie war halt ein sehr einfach gestricktes Mädchen, so. Also sie kam halt aus einem sehr, wie soll ich sagen, einem sehr krassen Viertel in Hamburg aus Bildstedt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und sie hat eher so R&B gehört, weil man auf Party jeden Samstag so. Das ist so geil. Naja, auf jeden Fall, ich war dann eher so zu Hause, so voll mit der Kohle, Schmerz, der Teen Spirit, so, ja, das ist so scheiße. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich mit ihr Hähnchen essen gehen, aber sie hatte die Theorie, dass sie nur am Anfang der Woche Hähnchen essen darf und dann den Rest der Woche hungern muss, damit sie gut auf der Party aussieht. Und um ihr zu beweisen, dass ich sie wirklich toll finde und wundervoll, habe ich ihr diesen Song geschrieben und der Song heißt Hähnchentag. Und ich wäre euch wirklich sehr verbunden, wenn ihr mitsingen würdet. Und wenn ihr denkt, dass der Song komplett scheiße ist und die Ansage besser war als der Song, fängt der Song gerade an, gut zu werden. Also gebt mir bitte eine Chance. Dankeschön. Hähnchentag. Wenn heute Samstag wäre, würde ich dich fragen, ob du mit mir zum Tanzen fährst. Aber heute ist Donnerstag und da ist beim Imbiss an der Ecke Hähnchentag. Du schaust mich an, du sagst, doch montags sind fast und groß. Die Rest der Woche tut deinem Party-Look nicht so gut. Du trinkst dein Wasser, ich ess ein Hähnchenbrei. Und wenn du ausgetrunken hast, dann kriegst du noch ein Glas. Wenn heute Samstag wär, würde ich dich fragen, ob du mit mir zum Tanzen fährst. Aber heute ist Donnerstag und da ist beim Imbiss an der Ecke Hähnchentag. Du schaust mich an, du schaust auf meinen Teller. Du fragst mich mit deinen Augen, ob du auch ein Teil essen kannst. Baby, sage ja. Und es ist okay, das bisschen Hähnchen zu deinem schönen Lächeln. Ich will das bisschen Hähnchen zu deinem schönen Lächeln. Ich will das bisschen Hähnchen zu deinem schönen Lächeln. Ich will. Wenn heute Samstag wäre, würde ich dich fragen, ob du mit mir zum Tanzen wärst. Aber heute ist Donnerstag und da ist mein Imbiss an der Ecke. Und jetzt für mein emotionales Wohlbefinden und damit ich heute Abend voll ins Bett gehe und sage, hey, du bist so geil, alle mitgesungen. Wäre ich es voll cool finden, wenn ihr aus der ganzen Kehle gleich mitsingen würdet. Der Text ist auch wirklich einfach. Wenn du Samstag wär, wenn
wenn Leute am Sack wären. Und jetzt nochmal richtig laut, danke. Bis jetzt sehr gut Eindruck von mir haben, der nächste Song ist nicht autobiografisch. Ich höre wieder sehr viel, wenn ihr mitsingen würdet. Und bin sonst nicht gut. Okay. Das heißt, wenn ich heute 20 gleich mehr habe, weiß ich, dass ich ein besserer Mensch bin als vorher. Danke. Ey, das sind treue Leute, die machen dann echt, ey, der nicht Songs nur vor. Nein, das ist auch für euch. Taiwan. Ich hab geraucht, ich hab gezogen, ich hab meine Ex-Freundin mit ner Nutte betrogen. Das klingt jetzt erstmal scheiße, aber eigentlich bin ich okay. Ich hab geklaut, hab Mama Nerven geraubt. Ich spiel so laut Gitarre, meine Nachbarn sind taub. Das klingt jetzt erstmal scheiße, aber eigentlich bin ich okay. Mach dich einfach gerade, mach dich einfach gerade. Sag mir Dinge, die ich wissen muss, ohne dass ich danach frage. Ohne dass ich danach frage. Das muss doch nicht sein, das muss doch nicht sein. Ich will klar am Bein und nicht Idiot sein. Jeder soll es tun, was er glücklich macht. So ist schon mal an jeden gedacht. Ich hab gelogen, bin von der Schule geflogen. Mein Papa sagt, aus mir ist ein Strolch geworden. Das klingt jetzt erstmal scheiße, aber der Typ ist auch nicht ganz okay. Mach dich einfach gerade, mach dich einfach gerade. Sag mir Dinge, die ich wissen muss, ohne dass ich danach frage. Ohne dass ich danach frage. Ich hab noch 500 Euro auf dem Konto oder 10 Gramm. Ich hab noch 500 Euro auf dem Konto oder 16 Besuche in der Thai-Oase. Ich sag Thai, ihr sagt Oase, Thai. Oase! Thai! Oase! Ich sag Thai, ihr sagt Oase, Thai. Oase! Thai! Oase! Mach dich einfach gerade, mach dich einfach gerade. Sag mir Dinge, die ich wissen muss, ohne dass ich danach frage. Ohne dass ich danach frage. Das muss doch nicht sein, das muss doch nicht sein. Ich will klar am Bein und nicht Idiot sein. Jeder soll das tun, was er glücklich macht. So ist schon mal an jeden gedacht. Noch einmal. Ich sag Thai, ihr sagt Oase, Thai. Oase. Thai. Oase. Ich sag Thai, ihr sagt Oase, Thai. Oase. Thai. Oase. Dankeschön. Es wäre jetzt extrem peinlich, wenn nicht vier Leute das CD wollen. Also ihr wart... Wir haben nicht